Ganz ruhig. Nun kommt bald unser Fohlen. Wasch dir die Ohren, Tom. Du hast wieder mal nur geplanscht. Los, los. Au! Setz dich, Fred, ich mach das schon. Tolles Wetter für die Auktion, Mr. Tiffling. Ja, setz dich, Bill. Hast du die Kühe schon reingeholt? Ja, sie sind alle in der Koppel. Ich könnte sie eigentlich allein wegbringen. Natürlich. Und die Auktion machst du auch allein, hm? Aber der Mensch braucht Gesellschaft. Da ist es schon besser, wenn ich mitgehe. Sonst triffst du in der Stadt wieder einen guten Freund und kommst mit einem Brummschädel heim. Wir brechen gleich nach dem Frühstück auf. Bill hat es hier vergessen, Vater. Darf ich es ihm bringen? Wie macht sich Tom eigentlich in der Schule, Alice? Oh, er lernt jetzt ganz gut. Wirklich? Er vertrödelt zu viel Zeit mit Billy Buck. Das schadet nichts. Billy macht einen guten Farmer aus ihm. Es gibt Wichtigeres auf der Welt. Das wird dir Tom nicht glauben. Du auch nicht. Dein Vater ist recht nicht. Ich möchte dir etwas helfen. Vielleicht könnte ich dein Pferd halten. Ich werde es lieber am Gatter festbinden, wie immer. Naja, es findet sich schon eine Arbeit für dich. Billy? Hm? Billy, gib mir den Zeitungsausschnitt. Wozu brauchst du ihn denn? Weißt du, ich habe den Kindern in der Schule erzählt, dass Rosi den ersten Preis gekriegt hat. Die sagen, es ist nicht wahr. Sie wollen es mir nicht glauben. Wieso denn nicht? Wir haben doch eine Fotografie. Sie wollen es mir aber nicht glauben. So? Na, dann komm mal mit.
Cousine von mir. Und das? Meine andere Cousine. Ich dachte, die wäre deine Cousine. Die auch. Wir sind eben eine große Familie. Nicht verlieren. Jetzt werden sie es dir wohl glauben. Ich wickle es dir hier ein. Und falle es nicht so oft auseinander, sonst zerreißt es. Komm mal her. Beim nächsten Purzelbaum verlierst du die ganze Geschichte hier. So. Alice! Was ist denn, Fred? Ich bin in Vaters Zimmer. Kannst du mir den Knopf annehmen? Ja, gleich. Lass das bitte, Fred. Er ist doch so eigen mit seinen Sachen. Er kommt wahrscheinlich heute zurück. Also schön, dann ist es mal wieder mit der Ruhe vorbei. Na, wenigstens brauchte ich mir ein paar Tage lang nicht seine Geschichten anzuhören. Er ist ein alter Mann, der sehr gerne von seinen Erinnerungen spricht. Eines Tages machst du es genauso. Schon möglich, aber es ist doch immer dasselbe, was er erzählt. Ja, ja, von Indianern und seinem Zug durch die Prärie. Raus mit dir, du kleiner Gernegroß. Du kommst sonst zu spät in die Schule. Wiedersehen, Tom. Komm, Tom. Natürlich, und das Band dazu. Da bin ich aber neugierig. Zeig ihn doch mal her, wenn du ihn hast. Tom, hast du den Ausschnitt? Zeig ihn her. Nur mal los, du. Ja, heute gibt's keine Ausrede. Los, Tom, raus damit. Ach, er hat ihn sicher gar nicht. Also gut, hier ist der Ausschnitt. Ich darf ihn nicht so oft auseinanderfalten. Er könnte sonst kaputt gehen. Das ist das Bild von Rosi. Sie bekommt jetzt ein Fohlen. Billy wird es mir vielleicht schenken. Wird Billy es auch wirklich tun? Er hat's mal gesagt. Dann ist es also noch nicht sicher. Dass es sicher ist, habe ich ja nicht behauptet. Warum erzählst du es denn? Bill hat schon öfter davon gesprochen. Ein hübsches Fohlen kostet doch 150 Dollar. Denkst du denn, er wird dir so viel Geld schenken? Nein. Ach so, dann ist also die ganze Geschichte von deinem Fohlen gelogen. Du willst dich ja bloß wichtig machen. Geh und frag ihn. Mir kannst du nichts erzählen.
Ich hole schnell noch Holz. So muss es liegen. Wenn du es so wie gestern Abend legst, nimmt es zu viel Platz weg. Was hast du heute in der Schule gelernt? Allerhand. Das ist recht. Du musst immer schön fleißig sein. Und Tom, heute Mittag habe ich schon wieder in deiner Frühstücksdose eine Schlange gefunden. Eine Schlange? Ja, eine grüne Schlange. Du weißt doch, ich will nicht, dass du dieses Zeug mit heimbringst. Ich muss beinahe jeden Tag deine Büchse auskochen. Wenn du fertig bist, fütterst du die Hühner. Du freust dich, dass ich wieder da bin. Ja, Großvater. Ja, nimm die Kaninchen und auch das Gewehr. Tja, ich wollte eigentlich gestern schon wieder da sein, aber da hat mich doch so ein alter Querkopf mit seinem dummen Geschwätz aufgehalten. Sind zu Hause alle fröhlich und gesund? Ja, alles in Ordnung. Hast du Zeit, morgen früh mit mir auf die Mäusejagd zu gehen? Mäusejagd? Hat die Jugend von heute wirklich nichts anderes zu jagen als Mäuse? Als ich so klein war wie du, hatte ich was Besseres zu tun, als mich um Mäuse zu kümmern. Unmöglich braucht dein Vater mein Gewehr, um sie totzuschießen. Nein, nein. Das machen wir ganz anders. Das Heu ist jetzt trocken und die Mäuse müssen herausgejagt werden. Du kommst mit und hilfst mir jagen. Also du isst sie gar nicht auf, hä? Und du machst ja auch keine Jacke aus den Fellen. Was machst du denn mit ihnen? Die Hunde fressen sie ja. Ist es nicht genauso wie die Jagd auf Indianer? Nein. Nein, nein, das war ganz anders. Du, als diese Horden später angefangen haben, die Kinder zu töten und unsere Wagen zu verbrennen, da war es genauso wie deine Mäusejagd. Da haben wir kein Pardon gegeben. Ach, du bist ja gewachsen, seit ich weg bin. Ein ganzes Stück. Mehr als 3 Striche. Ich bin 3 Zentimeter gewachsen, hat Vater heute Morgen zu mir gesagt. Ganz erstaunlich. Du hast ja deine Mutter. Tag, Alice. Tag, Vater. Tom, bring das Pferd in den Stall und geh dann ins Haus. Ich habe Hunger. Weißt du, Alice, mein Appetit ist nicht mehr so gut wie früher. Bei unserem Zug durch die Prärie waren wir abends so hungrig, dass wir das Büffelfleisch verschlungen haben, bevor es gar gekocht war. Wo ist denn der Hausherr? Fred kommt bald zurück. Erwähne bitte keine Büffel beim Abendessen. Es würde ihm den Appetit verderben. Na gut. Von Kestrel nach Sotterel
Wir sind 13 Meilen von Kesteril nach Sotteril, von Sotteril nach Kesteril. Von Kesteril nach Sotteril sind 13 Meilen. Von Kesteril nach Sotteril sind's 13 Meilen. Von Kesteril nach Sotteril sind's 13 Meilen. Von Kesteril nach Sotteril, von Sotteril nach Kesteril. Von Kesteril nach Sotteril sind's 13 Meilen. Ach, hab ich Hunger? Fast so wie damals in der Prärie. Wir haben das Büffelfleisch vor lauter Hunger auf halb roh gegessen. Ich hätte jeden Abend den ganzen Büffel verschlingen können. Setz dich, der Lies. Schmeckt ausgezeichnet. Mir ist es früher auch so gegangen. Mein Vater war ja damals Packer. Und ich half ihm oft als Junge. Sonntags aßen wir eine ganze Wildkeule auf. Ich kannte deinen Vater, netter Mann. Sie nannten ihn Maulesel, Peter. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum sie ihn so nannten. Weißt du eigentlich, warum, Bill? Natürlich weiß ich das. Weil er doch Maulesel beladen musste. Aber einmal, da hatten wir plötzlich kein Fleisch mehr. Danke, Alice. Wir hatten weder Büffel noch Rehe noch Hasen. Nicht einmal eine Antilope. Danke, Alice. Da musste der Anführer scharf aufpassen. Das war ich. Ich will euch auch klar machen, warum. Tja, das ist nämlich so. In so einem Moment muss man die Leute davon abhalten, die Zugochsen abzuschlachten. Versteht ihr das? Das muss man unter allen Umständen verhindern. Du kannst uns ja später davon erzählen. Dabei bin ich so hungrig. Tja, so war das. Ich habe noch ein paar interessante Sachen. Habe ich euch eigentlich schon die merkwürdige Geschichte erzählt, wie uns die Sioux 35 Pferde gestohlen haben? Ich kenne sie ganz genau. Du warst der Anführer und hast die Pferde zurückgeholt. Ja, ganz richtig. Du kennst sie ja schon. Jedenfalls... Wir haben sie schon 100 Mal gehört. Aber bitte, erzähl sie uns nur. Ja. Wie war das mit den Indianern, Großvater? Oh. Du hältst deinen Mund beim Essen. Kennt ihr eigentlich schon diese großartige Geschichte von den Eisenplatten? Pass auf, das war so. Bei einem Indianerangriff stellten wir immer unsere Wagen im Kreis auf. Eines Tages kam ich auf die Idee, dass Eisenplatten ein guter Schutz gegen Pfeile sein müssen. Kommst du jetzt mit in den Pferdestall, Tom? Leider hatten wir aber mitten in der Prärie keine Eisenplatten. Und deshalb konnte dieser großartige Gedanke nicht ausgeführt werden. Ich gehe jetzt in den Pferdestall. Es ist Zeit zum Füttern. Ich habe ein altes Pulverhorn und eine spanische Pistole. Wollen Sie sich die mal ansehen? Ach, das erinnert mich an eine alte Pistole. Die hat mir in der Prärie so oft das Leben gerettet. Das war eine... Alice, wo ist eigentlich die Pistole? Bill wird die Geschichte gern ein andermal hören. Er hat jetzt noch zu tun. Ja, ja. Gute Nacht. Gehört dir. Mir? Ja, ich schenke es dir. Aber ich will dir gleich etwas sagen. Wenn du ihm nicht pünktlich Futter gibst und seinen Stall nicht in Ordnung hältst, verkaufe ich das Pony. Au! Du beißt ja. Du willst mich wohl auffressen. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe, Tom. Gehört es wirklich mir? Ja, das heißt, wenn du es immer gut fütterst und pflegst, dann gehört es dir. Zum Einreiten ist das Tierchen vorläufig noch zu klein. Aber du sagst mir doch, was ich tun muss. Großvater meint, du verstehst sehr viel von Pferden. Ich bin ja ein halbes Pferd.
Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Eine Kuh hatten wir damals nicht und da hat Vater mich eben einfach mit Stutenmilch großgezogen. Pferde sind sehr zuverlässig und viel treuer als die Menschen. Das wirst du auch noch erfahren, mein Sohn. Wann darf ich es denn reiten? Du bist ja nur ein Fliegengewicht. Ich denke so am Erntefest. Aber ich habe hier keinen Sattel. Oh, ich weiß schon einen. Komm mal mit. Es ist zwar nur ein Zirkussattel, aber für das Pony passt er. Sieh ihn dir mal genau an. Der Sattel ist aus einem Zirkus? Naja, es kann auch ein Jahrmarkt gewesen sein. Kann ich ihn probieren? Hm? Ich habe mir schon einen Namen ausgedacht. Ich nenne es Gabilen Springer. Ich finde das ein bisschen lang als Rufnamen. Nenn es einfach Gabilen. Das genügt doch. Gabilen ist ein guter Name. Nimm dir auch eine Zigarette. Du musst jetzt fleißig Pferdehaar sammeln, dann mache ich dir ein Haarseil daraus. Das reißt nicht so leicht. Oh ja, das kann ich als Zügel benutzen. Ich weiß, dass ein Pferd das lieber hat als Leder. Kann ich Gabilen in die Schule führen und den Kindern zeigen? Unsinn. Das Pony ist ja nicht mal an deinen Halfter gewöhnt. Da musst du dich noch etwas gedulden. Am besten ist, sie kommen her. Die werden platzen, wenn sie Gabilen sehen. Manchmal etwas helfen? Wir sind doch immer gute Freunde gewesen. Nein, nein, danke, Jinx. Es ist nicht gut, wenn sich zu viele Menschen mit einem Pferd beschäftigen. Es wird dadurch zu sehr verwöhnt. Ich würde es bestimmt nicht verwöhnen. Ich könnte es morgens striegeln. Das mache ich selbst. Das habe ich alles heute rausgestriegelt. Sieh mal. Pass auf, Jack. Es schlägt aus und beißt. Es sieht doch gar nicht so böse aus. Es ist doch nicht böse. Es ist nur übermütig. Ich werde es noch tüchtig erziehen müssen. Damit es sich das abgewöhnt. Dabei könnten wir dir doch alle helfen. Hey, du bürstest deinem Pony ja das Fell ab. Die Stelle habe ich heute Morgen vergessen. Willst du ihm nicht die Mähne flechten? Wenn er wiederkommt, Jinx, dann flechte ich sie. Was machst du denn schon so früh hier? Ach, ich konnte nicht mehr schlafen. Billy, du musst mir jetzt helfen. Das Pony wird jetzt groß. Ich muss es erziehen, sonst ist es zu spät. Ich muss erst meine Pferde füttern. So lange hat es ja wohl noch Zeit. Gut, Billy. Aber beeil dich. Also hör einmal gut zu, Tom. Aller Anfang ist schwer. Leg ihm zuerst das Halfter um. Und was dann? Besorg mir Karotte. Fein. Jetzt lockst du ihn damit und bindest ihn an die Leine. Das ist das Erste. Gabilen ist klug. Er gewöhnt sich dran. Vor allen Dingen musst du sehr viel Geduld mit ihm haben. Sonst wird er bockig. Ohne Geduld kannst du ja auch keinen Menschen erziehen und erst recht kein Tier. Und nun los. Guten Morgen. Komm, du warst wohl die halbe Nacht im Stall. Er wird mal ein guter Farmer. Komm her, Gabilen. Komm her, Gabilen. Komm her. Kommst du jetzt her? Komm her. Komm her. Ich habe eine Karotte für dich. Komm her. Wirst du jetzt endlich herkommen? Das Frühstück ist gleich fertig.
Fred, du wirst es nie lernen. Die Teller sind doch heiß. Alice, ich werde jetzt jeden Tag Tom helfen, sein Pony einzureiten. Was hältst du davon? Ich habe es ihm geschenkt und ich habe ja auch die Verantwortung. Gabilen wird jetzt ans Halfter gewöhnt. Großvater sagt, Billy versteht am meisten davon. Nicht, Billy? Großvater sagt, Bill kann mit den Pferden sprechen und ihnen alles erzählen. Das möchte ich auch. Billy hat Arbeit genug. Er kann sich nicht auch noch mit dir beschäftigen. Ich habe nichts dagegen, wenn Billy ihm hilft. Bei ihm lernt er es wenigstens richtig. Setz dich, Bill. Großvater sagt... Ach, halt den Mund. Wo bleibt Großvater eigentlich? Ich möchte jetzt endlich frühstücken. Er ist immer noch oben. Und wir dürfen hier auf ihn warten. Ach, Fred, reg dich doch nicht so auf. Er kramt in seinen Sachen. Er putzt seine Schuhe und bürstet seine Kleider. Lass ihn. Er ist ein alter Mann. Der Mann, der vor 50 Jahren durch die Prärie den großen Treck geführt hat, braucht natürlich keine Rücksicht auf uns zu nehmen. Wir müssen selbstverständlich mit dem Frühstück warten auf den Herrn Anführer in der Prärie. Bitte, Fred. Sprich nicht so über Vater. Wie oft soll ich mir denn noch die Geschichten anhören von den 35 Pferden und den Eisenplatten? Er langweilt uns morgens, mittags und abends damit. Das ist immer dasselbe. Die Zeiten sind doch längst vorbei, seit über 50 Jahren vorbei. Er kann doch nicht immer wieder darüber reden. Gut und schön, er hat hunderte von Menschen durch die Prärie geführt. Aber ich will's nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören. Guten Morgen. Hast du alles mit angehört? Das habe ich natürlich nicht gewusst. Verzeih bitte. Es war ja auch nur ein Scherz. Du brauchst dich nicht bei mir zu entschuldigen, Fred. Ich weiß, was du meinst. Ich werde es dir nicht nachtragen. Aber du bist im Unrecht. Oder vielleicht auch nicht. Du kennst mich doch. Ich weiß, ich bin ein alter Mann. Ich sehe die Dinge vielleicht ganz falsch. Die Zeit der Abenteuer ist vorbei und vergessen. Ich muss an die Arbeit. Du kannst nachkommen, Bill. Gesegnete Mahlzeit. Eine Geschichte erzählen, Großvater. Was? Ich kann dir jetzt nichts erzählen, Tom. Ich hätte keine richtige Freude daran. Das ist das Schlimme. Das verdirbt mir alles. Ich höre deine Geschichten sehr gern. Das kommt daher, weil du ein kleiner Junge bist. Männer haben zwar die Taten vollbracht, aber nur kleine Jungs wollen davon hören. Du hast versprochen, mir heute bei der Mäusejagd zu helfen. Ich werde schon vorausgehen. Ich gebe dir auch meinen Stock, Großvater. Ich mache mir dann einen neuen. Darf ich gehen? Vater. Danke. Ich möchte nichts. Tom wartet auf mich. Es ist hart, wenn man plötzlich zu hören bekommt,
dass man nur ein schwatzhafter alter Mann ist. Ich will gern zuhören, Großpapa. Erzähl nur. Siehst du, Tom, mit diesen Geschichten wollte ich immer etwas ganz Bestimmtes sagen. Du bist zu jung, um mich zu verstehen, kleiner Tom. Nicht über die Indianer wollte ich sprechen, über Abenteuer oder Jagd. Das war nicht so wichtig. Das Unvergessliche für mich war der gewaltige Zug von Mensch und Tier durch die Prärie. Vorwärts nach Westen. Monatelang. Jeder von uns hatte nur den einen Wunsch, eine neue Heimat zu finden und ein neues Leben zu beginnen. Unter tausend Gefahren und Nöten zogen Männer und Frauen durch das Land und ich führte sie an. Wir mussten sehr viel erdulden. Doch keiner von den Pionieren verlor jemals den Mut. Mit Gottes Hilfe erreichten wir dann unser Ziel. Ja. Wir kamen an die Küste und lösten uns auf. Ja, das war es, was ich zu erzählen hatte. Doch niemand will das mehr hören. Ich möchte auch einen Zug durch die Prärie führen. Es gibt ja keine Prärie mehr. Überall wohnen Menschen. Die Zeit der Abenteuer ist zu Ende und wird auch nie wiederkommen. Warum denn nicht, Großvater? Weil sich überall die Städte und die Menschen breit machen. Menschen ohne Sehnsucht und ohne Liebe. Sie haben nur das Vergnügen und das Geld im Kopf. Das ist keine Welt nach meinem Sinn. Nein. Dein Vater hat recht. Ganz recht. Hast du Durst? Soll ich dir ein Glas Limonade holen, Großvater? Nein, nein. Danke. Ach, vielleicht holst du mir doch ein Glas Limonade. Ich trinke sie so gern. Hey, Billy! Billy! Naja, ich mag sowieso keine Limonade. Wollen wir beide nicht wieder einmal nach San Jose fahren? Wir sind doch schon so lange nicht mehr dort gewesen. Wir könnten noch den Nachmittagszug erreichen. Was sollen wir denn in San Jose? Nach meinen Eltern sehen und ein paar gute Freunde besuchen. Und Einkäufe machen. Was hast du denn? Du fühlst dich hier nicht wohl. Aber das ist doch Unsinn, Alice. Ich merke es genau. Du bist mit deinen Gedanken immer nur in San Jose, seit wir hier auf der Farm sind. Alice, die Sache mit Vater tut mir wirklich leid. Es handelt sich nicht um Vater. Fred, so geht's nicht.
Du kannst dich hier draußen nicht einleben, daher bist du so unglücklich. Ja, du hast recht. Kein Mensch in der ganzen Gegend nennt mich bei meinem Vornamen. Mr. Tiflin hier, Mr. Tiflin da und niemals Fred. Ich bin für Sie nur Mr. Tiflin nach all diesen Jahren. Ich habe es satt. Das verstehe ich. Weißt du auch, dass es deine eigene Schuld ist? Bin ich auch schuld, dass mein eigener Sohn mir fremd ist? Natürlich. So meinst du? Bitte fahr allein nach San Jose. Du musst einmal hier heraus, das sehe ich ein. Willst du nicht wenigstens nachkommen? Nein. Ich möchte Tom nicht allein lassen. Ich glaube, du hast recht. Dann fahre ich eben allein. Komm, komm mal her. Lass es ruhig stehen. Geh nur. Ich werde es so lange halten. Nein, ich habe dir schon mal gesagt, dass nicht so viele Leute an einem Pferd herumziehen sollen. Du kannst mir das Gatter aufmachen. Ich fahre nach San Jose. Fährst du mit, Mama? Nein, ich bleibe hier. Ich bringe Vater nur zur Bahn. Vertrödel mit dem Pony nicht so viel Zeit, Junge. Denk an deine Schule. Überlass die Erziehung des Ponys Bill. Ja, Vater. Hat mir sonst besser gefallen, Alice. Es klingt heute ganz anders. Ja. Es liegt wohl daran, dass du und Fred es früher vierhändig gespielt habt. Da klang es gut. Vor allen Dingen lauter. Großväterchen, sag mal, wie schreibt man Chrysantheme? Kennst du sie überhaupt? Wen? Die Chrysantheme. Ja, aber wie schreibt man das? Dein Vater sollte dir eigentlich bei den Aufgaben helfen. Wann kommt Vater wieder, Mama? Bald. Wie schreibt man Chrysantheme? C-H-R-Y-S-A-N-T-H-E-M-E. C-H-R-L... Du solltest lieber im Lexikon nachsehen, als immer so viel Fragen zu stellen. Vater hat gesagt, ich soll fragen. Ich brauchte kein Lexikon, als er zu Hause war. Es ist Zeit, zu Bett zu gehen. Muss ich schon, Mama? Ja, mein Junge. Gute Nacht. Ich weiß, Alice, ich weiß. Es ist ganz falsch, zwischen einem Mann und einer Frau vermitteln zu wollen. Ich hab's noch nicht gelernt, obwohl ich schon so alt bin. Aber jetzt werde ich mich wohl nicht mehr ändern. Wie schreibt man doch Chrysantheme? Mach deine Scherze lieber mit Billy. Gute Nacht, mein Kind. Großvater! Was willst du? Ich werde morgen mit Gabilin arbeiten. Willst du nicht zusehen? Warum? Warum? Morgen
morgen führe ich ihn zum ersten Mal an der langen Leine. Ach so, ja natürlich, natürlich sehe ich dazu. Ruf mich noch rechtzeitig. Großvater. Großvater, steh auf. Großvater, steh auf. Was willst du denn hier mitten in der Nacht? Mutter wird sonst wach. Wie spät ist es? Es muss gleich 6 sein. Es ist ja noch ganz dunkel draußen. Naja, vielleicht ist es auch erst 5. 5? Mach, dass du rauskommst oder ich schieß dich tot. Ich sollte dich doch rufen. Jetzt weck ich Billy. Willst du wohl gleich? Also los, führ ihn raus, Tom. Lass die Tür zu, Billy. Ich will dir etwas zeigen. Mach auf, Gabylen. Ich hab ihm das beigebracht. Schon ganz hübsch. Aber ob der Trick mit der Tür gut ist, er wird uns hoffentlich nicht weglaufen. Das wäre doch schade. Nun zeig mal, wie er an der langen Leine geht. Hey! Komm, Gabylen! Und jetzt los! Rauf! Das hast du gut gemacht. Er hat Freude dran. Man kann es ihm richtig ansehen. Sieh mal, wie er die Ohren zurücklegt. Wenn er böse ist, legt er sie nach vorne. Und wenn er Angst hat, stellt er sie seitwärts. Man braucht nur auf seine Ohren zu sehen. Dann weiß man, was mit ihm los ist. Das musst du dir merken. Ausgezeichnet, Tom. Manchmal lacht Gabylen. Dann macht er sich lustig über uns. Wie er mich gebissen hat, hat er mich ausgelacht. Und wie er mir den Hosenboden abgerissen hat, noch mehr. Du musst ihn eben besser erziehen. Er läuft übrigens sehr schön an der langen Leine. Er läuft schon zu gut, Tom. Er läuft wie ein Zirkuspony, das ist ein Fehler. Er soll keine Kunststücke machen wie ein Komödiant. Er verliert durch seinen Charakter. Das ist schade. Das ist meine Meinung. Wir müssen ihn ja bewegen. Das sind doch keine Kunststücke. Sieht aber gerade so aus. Wäre es nicht besser, ihn gleich in den Sattel zu gewöhnen? Darf ich ihm den Sattel auflegen? Aber beeil dich. Wir wollen jetzt bald frühstücken. Wann kommt Mr. Tiflin wieder zurück? Oh, ich weiß nicht. So, lass mal sehen. Nennst du das einen Sattel festmachen? Ich habe ihn ganz festgeschnallt. Ich habe die Riemen geprüft. Sie waren alle in Ordnung. Der Kerl ist schlauer als du, Tom. Er hat schön tief eingeatmet beim Anschnallen und dann wieder ausgeatmet, der Nichtsnutz. Er hat dich an der Nase rumgeführt. Ja, ja. Er ist klug. Wann wirst du ihn zum ersten Mal reiten? Am Erntefest, hat Bill gesagt. Es hat aufgehört. Ja? Ich bringe Gabylen lieber ins Gatter, bevor ich zur Schule gehe. Tom? Ich hab's vergessen, Mama. Wenn du's nochmal vergisst, gehst du ohne Frühstück. Lass ihn nicht mehr zu dem Pony, Bill. Er kommt sonst zu spät. Ja, Madame.
Ich werde Gabelin gleich in das Gatter bringen. Aber wenn es wieder regnet? Es wird heute nicht mehr regnen. Es hat sich ausgeregnet. Außerdem schadet ihm ein bisschen Regen nichts. Aber wenn es wirklich regnen sollte, bring ihn bitte sofort in den Stall. Ich habe sonst keine Ruhe in der Schule. Und pass überhaupt gut auf ihn auf. Ja, ich pass schon gut auf. Du brauchst keine Angst zu haben. Aber Billy, wenn es... Lauf jetzt, du kommst dann zu spät. Du bist doch nicht taubstumm. Ja, Miss Tim. Du schläfst ja noch. Ja, Miss Tim. Und du hörst mich überhaupt nicht zu. Doch, ich höre zu. Dann antworte auf meine Fragen. Die an die Tafel oder Diere. Los. Na? Ja, Miss Tim. Heute nur. Komm her!
habe es reingebracht. Es war aber draußen. Ich habe es reingebracht. Siehst du, es hat doch geregnet. Ich bin ja kein Wetterprophet. Ich kann mich auch mal irren. Du hast nicht aufgepasst. Wenn es nun krank wird. Das bisschen Regen wird ihm nicht schaden. Die Augen sind etwas trübe. Es hat Fieber, aber das geht schnell vorbei. Geh in die Küche und hol heißes Wasser. Für eine Kompresse. Dann wickeln wir es gut ein und morgen ist es wieder gesund. Na, geh schon. Nanu, kommst du jetzt schon aus der Schule? Ich musste zu meinem Pony. Du hast geschwänzt. Wo ist deine Büchse? Vergessen. Was wird Vater sagen, wenn er hört, dass du die Schule geschwänzt hast, nur weil du Angst hast, dass dein Pony nass wird? Die Schule ist wichtiger als deine Spielerei mit Gavinen. Ich kann es nicht so durchgehen lassen. Du musst dafür eine Strafe haben. Du wirst das Pony erst im nächsten Monat reiten. Es war wirklich sehr ungezogen von dir, Tom. Wo bleibt denn das heiße Wasser, Tom? Das Pony ist völlig durchnässt. Ich werde ihm vorsichtshalber eine Kompresse machen. So ein Pony ist doch kein Schoßhund, Bill. Du darfst das Tier auch nicht zu sehr verwöhnen. Es hat einen starken Husten, Mrs. Stiflin. Na, so schlimm wird es schon nicht sein. Nein, Madame. Und du wirst dich hierher setzen, Tom. Ich erlaube nicht, dass du jetzt in den Stall gehst. Du wirst sofort deine Schulaufgaben machen. Lies mir laut vor. Der Elefant ist das größte Tier im Urwald. Seine Heimat ist Indien. Seine Heimat ist Indien. Er wird dort von den Menschen gejagt und gefangen. Ich dachte, er wäre im Bett. Das war er auch. Warum bist du denn wieder aufgestanden? Was soll das heißen? Ich will zu meinem kranken Pony. Es atmet so schwer. Du wirst selbst krank werden, wenn du bei dem Wetter draußen herumläufst. Bring den Kessel wieder in die Küche. Deine Mutter hat gesagt, Bill wird sich um das Pony kümmern. Tom! Geh nur, mein Junge. Geh zu deinem Pony. Das war richtig, Alice. Man muss ihm auch mal seinen Willen lassen. Namt, Alice. Namt, Jack. San Jose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Worte. Das macht 53 Cent, bitte. Alice. Ich habe natürlich den ersten Zug genommen, als dein Telegramm ankam. Fred, es ist gut, dass du da bist. Toms Pony ist schwer krank. Es wird sehr wahrscheinlich eingehen. Dann musst du unseren Tom trösten. Guten Morgen, Mr. Tiflin. Morgen, Alice. Wenn es wirklich stirbt, kaufen wir ihm ein anderes. Denkst du nie mehr an dein erstes Pony? Ich habe nie ein Pony gehabt. Tom wird sich freuen, dass du kommst. War er brav? Hm. Wir haben dich schon früher erwartet. Ich war bei meinem Bruder Dean. Ich soll zu ihm kommen. Er sagt, er kann mich brauchen. Alice, hast du Tom gesagt, dass du mich zurückgerufen hast?
Nein, ich wollte ihn überraschen. Ist doch besser so. Hier. Tag, Vater. Na, du? Bist du böse wegen der Schule? Nein, du wirst es ja nicht mehr tun. Geh zu Billy und hilf ihm. Diese Arbeit hält einen immer so lange auf. Geht's ihm besser? Fühl mal. Ich muss die Geschwulst aufschneiden, dann fällt das Fieber. Was fehlt ihm denn? Druse. Druse? Du brauchst keine Angst zu haben, ich bringe es durch. Es gibt viel schlimmere Pferdekrankheiten. Ein bisschen. Ich mache jetzt die Geschwulst auf, das hilft. Jetzt ist es ihm wohler. Und bald wird es ganz gesund sein. Ich glaube es nicht. Doch, doch. Mach dir nur keine Sorgen. Ich bringe es durch. Kannst du es mir versprechen? Ja. Dann wirst du es auch tun. Bleib jetzt bei ihm. Ich füttere die Pferde und komme dann wieder. Wer ist da? Ich bin's, Billy. Na, komm rein. Schöne Steine sind das. Jawohl. Hier, sieh dir das mal an. Weißt du, was das ist? Blut. Menschenblut? Blut von... Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Setz dich. Oh nein, nicht dahin. Nimm es mir nicht übel, aber wenn du dich dorthin setzt, verdirbst du mir die ganzen Fälle. Außerdem ist eines Menschen Lagerstatt heilig. Setz dich drüben hin. Nein, nein, rück ihn nicht weg. Ich bleibe am besten stehen. Gut, dass Sie kommen, Madam. Ich habe das Pony, als es anfing zu regnen, in den Stall gebracht. Ich hatte dann zu tun und da lief es wieder raus. Ja, so war das. Und Tom glaubte, ich hab's einfach vergessen.
Willst du dir wirklich Gedanken machen, ob er es glaubt oder nicht? Das ist doch Unsinn. Tja, aber er denkt vielleicht, ich bin schuld dran. Das Pony quält sich. Es kann kaum noch atmen. Hat es sich erkältet? Ja. Und Rose. Ich fürchte, es kommt nicht durch. Bill, du hast wirklich alles getan, um ihm zu helfen. Aber wenn es doch nicht besser wird, dann gibt es nur noch eins. Das Letzte. Es muss eben ein Luftröhrenschnitt gemacht werden. Ja. Hast du es schon mal gemacht? Ja, schon zweimal. Dann verstehst du es ja. Machst du es heute Abend? Ich wollte warten bis morgen. Vielleicht wird es besser. Es wäre doch immerhin möglich. Ich glaube es nicht. Tu es lieber gleich. Dann wird es entweder gesund oder es geht ein. Wir müssen es drauf ankommen lassen. Ja. Dann gehe ich jetzt. Ich wollte nur wissen, ob es Ihnen recht ist. Vater, hilf ihm doch. Ich glaube, dass er sich nicht traut. Ja, ich werde hinuntergehen, wenn es wirklich nötig sein sollte. Alice, stell den Stuhl gerade. Gibt es nur einen Ausweg. Du brauchst ja nicht zuzusehen. Willst du ihn erschießen? Nein. Ich setze ihm nur diese Kanüle in die Luftröhre ein. Damit kann Gabilen dann besser atmen. Glaubst du, dass das nützt? Natürlich. Du kannst mir helfen. Ich meine, wenn du willst. Ja, ich helfe. Na gut, dann geh wieder runter. Ich komme gleich. Wo bist du gewesen? Es wird doch nicht wehtun. Nein, komm. Kannst du nicht noch warten? Wenigstens eine Minute noch? Warum denn? Einmal muss ich es ja tun. Jetzt weiß ich, wo du warst. Geht's ihm schlecht? Ja. Ich muss jetzt den Schnitt machen, wie wir es besprochen haben. Wann denn besprochen? Ach, das war gestern Abend. Hast du alles bereit? Bill hat recht, Tom. Es muss sein. Willst du zusehen? Ja. Gib mir das Rasiermesser, Tom. Wasch das andere Messer ab. Mach die Kanüle sauber. Voller Braten, Alice. Der wird uns schmecken. Komm rein, Billy. Setz dich. Was ist los, Billy? Wie steht's? Geht es ein? Es sieht schlimm genug aus. Aber es kann sich ja noch ändern. Wäre es nicht besser, wir würden Tom fortbringen? Warum soll er sich das alles mit ansehen? Ihn fortbringen? Das würde nichts helfen. Ich glaube, es ist besser, wenn er es erlebt.
Er wird sehen lernen und denken lernen, Fred. Das kann nicht schaden. Er kann jetzt schon wissen, dass es schwer ist, etwas zu verlieren, das er lieb hat. Richtig. Man kennt das Leben nicht, wenn man den Tod nicht gesehen hat. Wir können ihm nicht davonlaufen. Er ist ein Teil unseres Lebens. Man kann das nicht früh genug lernen. Wann kommt es zurück? Heute? Heute nicht mehr. Ach. Dein Vater wird's verkauft haben. Das hat er nicht. Es wird morgen aus der Stadt geholt. Das glaube ich dir nicht. Mach jetzt, dass du fortkommst. Ich hab dich nicht hergerufen. Mach, dass ihr wegkommt. Ich verhau euch sonst alle. Weg hier. Tom, was ist denn heute mit dir los? Ich weiß nicht, warum du so wütend bist. Komm, wir reiten zurück. Thank you.
Geier hat mein Pony nicht getötet, das weißt du. Natürlich weiß er es. Halten Sie ihm doch jetzt keine Moralpredigt. Ich verstehe dich ja. Es ist sehr hart für dich. Aber nun bekommt Rosi ja bald ihr Fohlen. Es wird ein gutes Fohlen. Du wirst Freude an ihm haben. Sein Vater war ein Rennpferd. Hat oft gewonnen. Prachtvoller Kerl, Tom. Das wird ein gutes Fohlen. Und weißt du, es ist besser, wenn du es so jung bekommst. Du wirst dann mit ihm groß. Das Pony ist tot. Tom. Er hat sterben lassen. Schade mit dem Pony, Tom. Tut mir aber leid, Tom. Kauft dir dein Vater ein anderes Pony? Ich will kein anderes Pony. Du wärst froh, wenn du ein neues Pony kriegst. Ich könnte ein Fohlen haben, wenn ich wollte. Was? Billy Buck gibt mir ein Fohlen, wenn ich will. Aber ich will nicht. Ach, das soll ja jetzt noch einer glauben. Billy Buck gibt ihm schon wieder mal ein Fohlen. Er gibt ihm ein neues Fohlen für 100 Dollar. Er bekommt von Bill Buck auch einen ganzen Eisenbahnzug. Ja, Bill Buck kauft ihm sogar einen Zirkus. Aber er will ihn nicht. Na, so ein abscheulicher Lügner. Wir glauben dir kein Wort mehr, Tom. Komm, wir gehen. Geh weg, Rosi. Du musst in die Koppel, Rosi. Na, Tom? Ich will das Fohlen von Rosi. Du sollst es ja auch haben. Halt aber diesmal Wort. Natürlich. Und bei der Geburt will ich dabei sein. Da musst du deine Eltern fragen. Thank you.
Warum schreit Billy denn so? Mit Rosi wird doch nichts passiert sein. Ach, wo Rosi wird Fohlen, weiter nichts. Ich will mal nachsehen. Alice, koch inzwischen einen starken Kaffee. Ja, ich mach welchen. Na, ist es soweit? Ja. Es wird doch hoffentlich nicht schief gehen, wie? Ich hatte einen Traum. Ich träumte, das Fohlen läge verkehrt. Glaubst du auf einmal an Träume, Billy? Nein, aber mein Vater glaubte dran. Ja, er hat geträumt, er würde in eine Schlucht stürzen und wäre tot. Und das traf ein. Am nächsten Tag. Darum. Was hast du vor? Der Junge soll sein Fohlen haben. Du wirst doch nicht die Stute töten, um das Fohlen zu retten? Wenn es sein muss, ja. Aber Rose ist ein gutes Pferd, Bill. Du weißt ja noch gar nicht, wie das Fohlen wird. Der Junge soll sein Fohlen haben. Naja, du musst ja wissen, was du tust. Es wäre dein Pferd. Was willst du denn hier? Du sagtest, ich darf dabei sein. Ich habe gesagt, ich rufe dich, wenn es soweit ist. Glaubst du, es wird gut gehen? Ich denke doch. Bill, du musst gut auf sie aufpassen, verstehst du? Mach jetzt, dass du wieder ins Bett kommst. Rosi wird ja nervös. Das kann ihr nur schaden. Bill, du hast gesagt, ich darf dabei sein und darf helfen. Geh jetzt in dein Bett. Ich kann dich hier nicht brauchen. Kleine Jungs wie du haben dabei nichts zu suchen. Ich werde schon auf Rosi aufpassen. Lieber Gabele, nicht? Ist der Kaffee fertig? Ja, Vater. Was sagt Billy? Ist alles in Ordnung? Tja, Billy sagt... Oh, Fred, du hättest nicht aufzustehen brauchen. Das macht Billy schon allein. Billy sagt, dass er dem Jungen unbedingt das Fohlen erhalten will und wenn er die Stute töten muss. Ist das wahr? Ja, aber der Junge will das nicht. Nun ziehen sie beide in verschiedene Richtungen. Da kann man gar nichts machen. Eins, zwei. Mir fällt eine komische Geschichte aus der Prärie ein. Drei. Da wollte ein Teil der Leute nach Süden ziehen. Und die anderen, die wollten nach Norden. Tja, hätte aber guter Rat teuer. Keiner wollte nachgeben. Da bin ich eben allein weitergezogen. Und die anderen, die blieben da zurück. Ja. Ja. Da streiten sie sich heute noch. Ein guter Kaffee, Alice, aber ich trinke ihn in meinem Zimmer. Ich hoffe, dass Tom sein Fohlen bekommen wird. Dann wird es wohl auch endlich hier im Hause wieder Ruhe geben. Du möchtest wohl gern nach San Jose? Nein, Alice, ich bleib zu Hause bei dir und Tom. Ist es dein Ernst? Ja. In den letzten Tagen habe ich mir alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Alice, ich weiß, welche Fehler ich gemacht habe. Aber ich verspreche dir, dass es jetzt anders werden soll. Jetzt wird hier mein Zuhause sein. Dann wird alles gut, Fred. Ich muss das Messer haben. Gib sofort das Messer her. Ich brauche das Messer. Er bringt Rosi um. Ich muss das Fohlen retten.